Hallo Mobi Flip, hier sind wieder Hannes und Mike. Und wir kommen gerade zurück vom Messegelände. Wir waren ja den Tag über auf der IFA, denn da war heute schon ganz schön was los. Unter anderem und am allerinteressantesten, nämlich die Sony-Pressekonferenz, auf der wir gerade waren. Und der Mike neben mir, der ist ein ganz klein bisschen im Nerdhimmel, denn es gab schöne Giveaways. Richtig, die ersten Besucher der Pressekonferenz haben von Sony eine QX10 Objektivkamera bekommen. Die sind super. Ja. Mike wird euch jetzt mal ein bisschen, ganz klein bisschen erklären, wozu das gut ist, was das so ist, falls ihr es in den diversen Vorabberichten noch nicht mitbekommen habt, wozu das ein ganz toller Spaß sein kann und warum ihr sowas auch unbedingt haben wollt. Die QX10 und QX100 sind im Prinzip vollwertige Kompaktkameras, bei der man den hinteren Teil weggelassen hat. Dafür hat man den Sensor ins Objektiv eingebaut, WLAN-Modul ist dran und dadurch kann man sie per App an das Android- oder iPhone-Smartphone und vielleicht sogar ans Tablet, das werden wir dann nochmal ausprobieren, koppeln und fernsteuern. Man muss noch nicht mal eine Speicherkarte in die Kamera direkt einbinden, ist auch möglich. Sogar das altertümliche Memory-Stick-Format hat Sony dann noch berücksichtigt. Ich habe tatsächlich noch ein Handy, wo das drin ist, nämlich mein altes K610i von 2006. Oh. Was ich ganz toll finde, ist, die Dinger haben echt 18 Megapixel hier drin. Und ich habe gerade eben schon mal so ein paar Testfotos gemacht. Vielleicht kann ich die hier reinschneiden durch irgendein Magic. Die sehen gar nicht so schlecht aus. An der Außenseite des QX10 hat man einmal den An-Ausschalter, dann den Auslöser mit der Zoom-Wippe sowie hinter einem Port versteckt die USB-Buchse. Auf der Unterseite sogar eine Vorrichtung, um es aufs Stativ zu schrauben. Handliche Schlaufenvorrichtung, die Anzeige über die Speicherkarte und die Akkuanzeige. Den Release-Button für die Befestigung am Smartphone. Und auf der Rückseite den Akkudeckel. Wenn man den aufmacht, hat man dann halt Platz noch, um die Speicherkarte einzulegen. Die ist aber wie gesagt kein Muss. Sämtliche Fotos, die ihr mit dem Objektiv schießt, werden auf dem Handy gespeichert. Ja, also ich muss sagen, ich finde es erstes Mal eine sehr schöne Sache, dass Sony uns die Dinge einfach so gegeben hat. Natürlich wollen die auf jeden Fall, dass die Teile ein Erfolg werden. Ich finde die Idee persönlich echt nicht schlecht. Aber ich persönlich würde auch nur für Bildqualität wirklich Geld investieren. Die paar Testfotos, die ich damit jetzt gerade geschossen habe, sehen okay aus. Ich habe sie aber noch nicht auf dem PC mal gemacht. Ich habe sie bisher nur am Display meines HTCs irgendwie angeguckt. Da sehen sie aus wie bei einer normalen Kompaktkamera. Wenn man sowieso schon ein Smartphone hat, dann kann man, denke ich, durchaus für, was ist die UVP? 199 Euro. 199 Euro für diese kleinen 18-Megapixel-Dinger, kann man das durchaus mal machen, weil dann habt ihr echt immer schön eine halbwegs passable Optik dabei, ohne dass ihr euch gleich zum Beispiel, ich nenne jetzt keine Namen, ein Handy mit einer Kamera mit drin irgendwie ans Bein binden müsst, sondern ihr könnt das Objektiv genau dann mitnehmen, wenn ihr Bock drauf habt, und wenn nicht, dann nehmt ihr halt nur ein Handy mit. Finde ich eine super Sache. Wie siehst du das? Ja. Als wir das erste Mal darüber Gerüchte gehört hatten, habe ich es ja als Spielerei abgetan. Es ist immer noch eine Spielerei, aber es ist eine wirklich nette Spielerei. Ja, haben wir noch nicht gesehen. So, wir müssen uns jetzt auch ganz doll fertig machen, denn wir werden gleich weiter düsen zu Samsung. Dort wird es nämlich heute Abend noch ein kleines Hands-on geben. Das heißt, wir werden ein paar Videos, Fotos, was auch immer, von den Geräten, die gerade jetzt in diesem Augenblick angekündigt werden, machen. Das heißt, morgen früh, wenn ihr aufsteht, gleich mobiflip.de, weil dann ist alles schon durch Magie online. Ja, bis dann auf jeden Fall. Ciao. Tschüssi.